Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Meisterschaftsspiel. Die letzte Länderspielpause liegt hinter uns. Wir können somit in das letzte Viertel der Saison starten, sind hier bei uns in der Rom Deluxe Arena am Ball, und zwar am Sonntag um 13:30 Uhr gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Ich möchte heute 10 besondere Gäste hier bei uns in der Pressekonferenz begrüßen, und zwar 5 Mitglieder des SC Paderborn 07 und 5 Leserinnen und Leser der Neuen Westfälischen, die im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion an dieser Pressekonferenz teilnehmen. Viel Vergnügen dabei. So auch noch nicht gehabt. Ja, wir starten in den sportlichen Teil. Es gibt schon Applaus, bevor der Trainer spricht. Warten wir mal, wie der Applaus dann nachher ausfällt. Lukas, bitte deine Vorschau. Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite natürlich ein herzliches Willkommen hier im Presseraum des SC Paderborn 07. Zum Spiel gegen Greuther Fürth, ja, wird eine Mannschaft sein, die extrem aggressiv anläuft. Sie werden uns alles abverlangen. Absolut schnörkelloses Spiel mit hohem Risiko schon auch auf der letzten Kette. Aber weil sie so viel Druck auf den Ball machen, sind sie auch in der Lage, hinten teilweise in Unterzahl Situationen zu lösen und wegzuverteidigen. Mit dem Ball agieren sie sehr klar, sind schon auch bereit, durchaus Ballverluste einzukalkulieren, um den Ball aber sofort wieder zurückzuerobern und versuchen so den Gegner einfach zu stressen. Wir wissen um deren Qualität. Das Rückspiel hat mit dem Hinspiel nichts mehr zu tun. Die Tabellenkonstellation hat sich auf beiden Seiten ein wenig verändert. Wir freuen uns aber auf diese Challenge, weil ich es liebe, gegen Mannschaften zu spielen, die einfach auch mit offenem Visier agieren. Und genauso geht es meinen Jungs auch. Und insofern kann vielleicht noch der eine oder andere, der noch keine Karte hat, das Stadion ein wenig füllen, denn das wird, glaube ich, wirklich auch wieder Halligalli vom Allerfeinsten werden. Vielen Dank. Ja, Lukas, vielen Dank. Wir bleiben beim sportlichen Teil und starten die Fragerunde. Ich sehe Matthias Reichstein vom Westfälischen Volksblatt auf der Nummer 1. Mikro kommt. Herr Kwasniuk, Halligalli, das ist ein gutes Stichwort. Ihnen hat in Regensburg vor allen Dingen die Gier vorne gefehlt. Das haben Sie nach dem Spiel gesagt. Und wie wollen Sie denn die Gier, die Torgier neu entwickeln beim SC? Ach, jedes Spiel beginnt logischerweise auch wieder von vorne und bei Null. Und ich glaube schon, dass wir das über ganz, ganz viele Spiele hinbekommen haben. Und man darf nicht vergessen, dass die Jungs, die dann Gewehr bei Fuß stehen mussten, natürlich gar keinen Rhythmus hatten. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass das jetzt gegen Fürth auch anders sein wird. Felix Platt hat jetzt Minuten in den Beinen. Auch ein Denno hat einfach einen gewissen Spielrhythmus. Bei Niklas Natsch ist es eher gerade umgekehrt. Er ist so ein wenig durch. Aber Flo Muslia ist dann zurück, der jetzt glücklicherweise auch nur einen Kurzeinsatz im zweiten Länderspiel hatte. Und deswegen haben wir schon auch vorne Möglichkeiten, auch von der Bank nachzulegen mit Glas. Und im Endeffekt geht es immer darum, eine gewisse Qualität und eine gewisse Selbstsicherheit auf den Platz zu bringen. Und die Jungs konnten diese einfach noch nicht in sich tragen, in sich haben. Aber das sieht einfach jetzt auch nach einer weiteren Trainingswoche anders aus. Felix Blatter hat heute einen Ball da eingeschweißt. Danach habe ich das Training abgebrochen, weil ich gesagt habe, besser wird es nicht mehr werden. Und nicht, dass er zu viele jetzt im Training irgendwie da reinknallt und am Sonntag dann das, ja, ja, sein Pulver verschossen hat. Sie da sagen ja normal nichts zur Aufstellung, aber Sie haben ja schon Anfang der Woche angedeutet, dass Obermeier in die Startelf rückt. Sie haben zumindest bedauert, dass er in Regensburg nicht von Beginn an gespielt hat. Also gehe ich mal davon aus, dass er diesmal in der Startelf steht. Ja, und nie ist er auch nicht richtig. Ab und zu sage ich ja auch ein paar Namen und neben Obermeier würde ich jetzt einfach auch mal ganz spontan Hut nennen. Ja, dann stelle ich mal die obligatorische Frage nach dem Personal und den Ausfällen. Sprich, was macht Robert Leipertz? Klaas, haben wir schon gesagt, wird wieder in den Kader zurückkehren. Und wie sieht es dann auch mit Heuer, Pieringer, Schuster aus? Was können die schon wieder machen? Ja, die drei Letztgenannten werden am Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Alle sind in unterschiedlichen Prozessen, aber es ist noch keiner dabei, der irgendwie auch
sehr nah an der Mannschaft wäre. Also sie sind ganz am Anfang des individuellen Reha-Programms. Das sieht bei Leipi anders aus. Heute Morgen hat er so einen Ballsack da auf den Platz geschleppt zum individuellen Reha-Training. Da habe ich gedacht, das sieht nicht gut aus. Dann habe ich ihn aber wieder rumrennen sehen. Da sah das extrem flüssig aus. Der Plan ist, dass er morgen mit der Mannschaft trainiert. Sollte das funktionieren, wird er am Wochenende natürlich im Kader sein, weil Leipi auch in 10 Minuten den eigenen Trainer, aber vor allem auch die gegnerische Mannschaft vor Probleme stellen kann. Pieringer haben wir gesehen, der dreht schon wieder die ersten Runden um Platz. Euer Schuster zumindest schon wieder ein bisschen Training mit dem Ball oder sind die auch nur noch im Lauftraining bis jetzt? Ja, die sind schon individuell mit dem Nils an der Ballarbeit zugegen. Bei Piri waren es die ersten Laufversuche, aber wissen Sie, wir haben so eine tolle Stimmung und auch einen tollen Geist in der Mannschaft. Der Junge kam raus und hat dann wirklich Standing Ovations bekommen. Gemeinsam mit unserem Physio war er dann draußen zum Laufen. Vielleicht war natürlich auch der Applaus für den Physio, man weiß nicht genau. Aber ich glaube schon, die Jungs sehnen sich nach ihm und wir werden bald alle an Bord haben. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, jetzt einfach auch am Wochenende wieder eine Top-Leistung abzuliefern, zu punkten. Denn die Saison ist erst am 34. Spieltag zu Ende. Besch Humphries und Flo Muslia sind dann auch beschwerdefrei zurückgekommen und Besch hat ja auch ziemlich viel gespielt, aber trotzdem fit, ja, ne? Ja, genau, der hat 2 volle Spiele absolviert, aber ist ja noch ein Jungspund, das macht ihm jetzt nichts aus. Hinzu kommt natürlich, dass er sein erstes Länderspieltor auch machen konnte. Das macht schon auch was mit dir als jungem Spieler und bei Flo Muslia ist es so, dass er zum zweiten Mal Papa geworden ist. Auch er strotzt vor so einer gewissen Leichtigkeit und Freude und deswegen sind es natürlich auch beides Kandidaten für die Startelf. Sie haben Greuther Fürth vorhin gelobt. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass das die mit Abstand schwächste Auswärtsmannschaft ist in der zweiten Liga. Die haben 2 Gesichter. Was macht denn trotzdem Fürth so gefährlich? Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was zu sagen. Ja, das ist natürlich in der Tabelle definitiv so ablesbar. Aber das Gute ist ja, dass wir etwas tiefer uns damit beschäftigen. Und man darf halt nicht vergessen, dass beispielsweise Greuther Fürth in den vergangenen 2 Auswärtsspielen gegen Lautern und gegen St. Pauli einfach eine rote Karte nach 45 Minuten kassiert hat. Und dann wird es einfach schwer. Sie waren so gut im Spiel, es war die bessere Mannschaft. Und das ist halt der Grund, warum St. Pauli aktuell die Spiele gewinnt und Greuther Fürth auswärts eben auch mal verliert. Es gibt manchmal nicht die eine Erklärung. Es ist nicht so, dass sie anders spielen. Und wir hatten letztes Jahr auch nicht irgendwie eine Heimbilanz, die uns daran hat glauben lassen, irgendwann auch mal Spiele am Stück zu gewinnen. Und trotzdem ist dann der Groschen gefallen. Und genauso werden sie das angehen bei uns oder auch in den nächsten Spielen. Sie werden nach vorne spielen und irgendwann werden sie Auswärtsspiele gewinnen. Da bin ich überzeugt davon. Wäre nur ganz cool, wenn sie es um 1 oder 2 Wochen dann verschieben. Was sind dann die, also Sie haben ja eben schon ein bisschen gesagt, wie Fürth so agiert. Was sind so die grundlegenden Unterschiede, die jetzt auch unter Zorniger so durchgeführt haben und ihr hattet, glaube ich, im Hinspiel auch 70% Ballbesitz. Ich glaube, das wird dann Sonntag wahrscheinlich nicht der Fall sein. Oder? Genau, der Ansatz war einfach ein anderer unter seinem Vorgänger. Bei Zorniger ist es so, dass ein gewisses Chaos seine Spielphilosophie eben auch beinhaltet und das meine ich wirklich voller Respekt. Er stresst den Gegner, er will, dass die Mannschaft sich aufopfert, dass sie extrem viel sprintet und dann nimmt sich auch ein Rogota, der sich überwiegend über fußballerische Elemente natürlich auch ins Rampenlicht gespielt hatte in den vergangenen Jahren, dann nimmt er sich nicht raus. Er arbeitet gegen den Ball, sprintet an und ich glaube auch, da gibt es kein Pardon beim Alex Zorniger. Entweder du sprintest oder du bist raus und das hat er der Mannschaft implementiert und das ist der große Unterschied. Davor haben sie halt eher, sage ich mal, auf den Ballbesitzfußball sehr viel Wert gelegt, der nicht ganz so erfolgreich war und dann war es der absolut passende Trainer zur richtigen Zeit eben für Greuther Fürth. Sicherheitshalber nochmal die Frage, es gab jetzt auch innerhalb der Trainingswoche keine weiteren angeschlagenen Spieler oder so, sind im Prinzip dann bis auf diese 3, die Sie genannt haben, alle fit oder gibt es noch einen, der Probleme hat? Nee, waren alle an Bord. Wir hatten gestern eine relativ knackige Einheit, dementsprechend waren heute 1-2 Jungs, sagen wir mal, etwas müde, aber
die haben ja jetzt genug Zeit, heute Nachmittag den Schlaf nachzuholen, sich zu erholen und bis Sonntag dann auch wieder topfit zu sein. Dann ist Maxi Rohr auch wieder dabei. Wo könnte sein Platz in der Mannschaft sein? Was sind so die Pläne mit ihm? Ja, im Kader. Im Kader. So, dann können wir, glaube ich, zunächst die Fragerunde abschließen, steigen in die Dinge rund um das Spiel ein. Zuschaueranreise, bitte Martin. Ja, vielen Dank, Matthias. Wir haben aktuell 9.898 Karten verkauft, davon 140 nach Fürth. Wir rechnen mit 10.500 bis 11.000 Zuschauern und davon 350 Gästefans. Also Tickets sind noch verfügbar, die online gebucht werden können. Aber auch zu den noch möglichen Öffnungszeiten des SCP-07-Shop erworben werden können. Natürlich steht die Tageskasse an unserer Servicekasse zur Verfügung. Die öffnet um 12 Uhr. Also es gibt, wie gesagt, noch Möglichkeiten, zu diesem Spiel zu kommen. Ansonsten gelten die gleichen Anreisebedingungen, die wir sonst auch haben. Nutzen Sie auch den Pionierparkplatz, natürlich auch den ÖPNV und auch die Fahrradständer sind zumindest bis zu 2000 Fahrrädern vorhanden. Dieser Spieltag steht unter einem besonderen Motto. Es gibt den Vielfaltsspieltag, der im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus auch von der DFL und den Bundesliga-Clubs unterstützt wird. Wir werden im Rahmen unserer Vielfaltswochen dann auch mit einem besonderen Trikot auflaufen. Da hat uns die Firma Bremer, unser Hauptsponsor und Trikotsponsor, die ja selbst in ihrem Unternehmen 50 Nationen tätig haben, unterstützt. Und man kann überrascht sein, wie dieses Trikot aussieht. Und wie gesagt, die Aktion der DFL wird auch mit einigen anderen Aktionsanteilen unterstützt. Was neu ist, ist auf unserem Trikot der geänderte Trikotärmel. Der Unternehmer Alexander Geworski hat bis zum Saisonende die Werbeflächen für eine gemeinnützige Organisation zur Verfügung gestellt, weil er die Arbeit des Kinderschutzbundes Paderborn überragend findet, aber auch natürlich dieses hochaktuelle Thema, was uns auch als SC Paderborn beschäftigt, aber natürlich auch viele andere Institutionen und insbesondere die Sportvereine, wo der Kinderschutz ganz wichtig ist, sodass wir auf allen Werbeflächen, wo das Unternehmen von Alexander Geworski bisher war, bis zum Saisonende mit Kinderschutzkreisverband Paderborn belegt sein wird. Ich denke, eine breite Bühne für dieses wichtige Thema. Und da bedanken wir uns bei Alex ganz herzlich. Zusätzlich haben wir in der Kooperation mit dem Paderborner E-Sports-Verein PBE an den Pro Clubs Championship teilgenommen und diese sogar gewonnen. Und die offizielle Ehrung durch den E-Sport-Verband wird dann auch vor dem Spiel stattfinden. Das zum Rahmenprogramm. Das Wichtigste passiert natürlich auf dem grünen Rasen und da freue ich mich schon mächtig drauf. Und ja, mehr habe ich nicht. Ja, Martin war doch ganz ordentlich, das Volumen. Ja, vielen Dank, Matthias. Ich habe nur eine Nachfrage, Martin. Das Trikot, das räumt dann Bremer oder wie muss ich das vorstellen? Nein, der Ärmel. Der Ärmel ist freigegeben. Ich meine, morgen das Trikot am Sonntag und da spielt das Trikot am Sonntag. Nein, Bremer wird auf dem Trikot sein, aber in einer anderen Darstellung, als wir es bisher haben. Okay. So, ein letzter Blick in die Runde. Gibt es noch Fragen? Das sehe ich nicht. Dann vielen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz unserer Mannschaft. Die beste Vorbereitung auf ein hoffentlich erfolgreiches Spiel am Sonntag. Dankeschön.